Willy Brandt war ja ein ganz anderer Politikertyp als viele oder alle seiner Vorgänger. Sein persönlicher Stil, sein Lebenslauf, seine politischen Vorstellungen, da kam vieles zusammen. Wie haben Sie das aus der Nähe erlebt? Erster Punkt, überzeugen wollen, gewinnen wollen, nicht befehlen wollen. Zweiter Punkt, ich muss auch versöhnen. Er hat die Große Koalition zum Beispiel als einen Akt der Versöhnung empfunden. Ein Kanzler, Mitglied der NSDAP, in Ribbentrops Auswärtigen Amt groß geworden und der Emigrant. Strauß auf der einen Seite eine Kröte für die Sozialdemokraten, der ehemalige Kommunist Wehner auf der anderen Seite eine Kröte für die Christdemokraten. Ein Volk muss sich mit seiner Geschichte versöhnen. Er hat 1960 auf dem berühmten Parteitag von Hannover die Gesamtheit der deutschen Geschichte an Namen dargestellt. Das war eben Bismarck und Bebel. Und es war eben Ebert und Hindenburg. Er hat Hitler nicht genannt. Aber ich bin ganz sicher, dass er die Gesamtheit der deutschen Geschichte auch danach unter dem Gesichtspunkt Heuss und Pieck, Adenauer und Ulbricht gesehen hat und sich in dieser Kontinuität fand. Aber ich glaube, ein Punkt ist in diesem Zusammenhang ganz besonders relevant. Über die Jahre hinweg hat er von der Notwendigkeit gesprochen, dass ein Volk nicht ohne Stolz auf sich selbst leben kann. Es kann nicht nur in Beschuldigungen, Selbstbeschuldigungen sich gefallen, sondern dass ein nationaler Stolz ohne Überheblichkeit gegenüber anderen entwickelt werden muss, Selbstbewusstsein. Die Eierschalen der Nachkriegszeit müssen wir loswerden, auch gegenüber den ehemaligen Siegern. Man muss sich emanzipieren und die eigenen Interessen vertreten. Und diese Emanzipation darf nicht missverstanden werden. In Amerika zum Beispiel, wo er das ausgeführt hat, als wollte man gegen Amerika sein. So hat es auch verglichen mit der Volljährigkeit, die der Einzelne erreicht, ohne dass er, wenn er sich dadurch von seinen Eltern emanzipiert, ablehnend gegenüber den Eltern wird. Nein, er wusste schon um die, wenn man heute sagt, man transatlantischen Wertvorstellungen. Aber warum nur de Gaulle die Eigeninteressen vertreten, hat er in Amerika während der 60er Jahre gefragt. Dieser Versuch, deutsche Identität innerhalb der europäischen Identität zu finden, war schon während der Teilung des Landes vorhanden, nach dem Vollzug der Einheit, den er, ohne daran zu glauben, noch erleben konnte, erst recht. Willy Brandt war ein Mensch, der seine Stärken und Schwächen hatte. Er hat vielleicht weniger als andere seine Schwächen verheimlicht. Der Mensch und der Staatsmann, wie verhielt sich das bei ihm? Das eine darf nie unter dem anderen leiden. Er war nie bereit, den Menschen aufzugeben, nur aus den Notwendigkeiten des Staatsmanns, aber er hat den Staatsmann immer übergeordnet. Das war auch das Verhältnis selbst gegenüber anderen Menschen, mit denen das Verhältnis spannungsgeladen war, die Disziplin, in der man das Interesse des Staates danach kommt, das Interesse der Partei respektiert, bedient. Er hatte etwas von einem Diener des Staates an sich.
Aber war es nicht doch auch immer ein politisches Thema, die menschliche Seite? Also wenn ich denke, einerseits wird er oft bezeichnet als ein Mensch, der Wein, Weib und Gesang liebte. Auf der anderen Seite nahm er sich, so wird es oft formuliert, seine Depressionen. Also wie verhält sich das zueinander und zu den politischen Anforderungen? Wenn immer er politisch gefordert war, war er da. Wir hatten das Gefühl, wenn der November kommt, kann es auch sein, dass er sich seine 8 Tage nimmt, in denen er in sich gekehrt, sogar mit depressiven Neigungen, wieder zu sich selbst kommt und danach wieder auftaucht.